Jetzt darf ich Ihnen einen Gastschaden sagen, den habe ich schon oft angesagt. In der letzten Zeit war oft bei mir in Baden-Württemberg als Gaststar, auch schon hier das zweite Mal auf der Deutschen Meisterschaft. Aber heute leider zum allerletzten Mal. Unser Gaststar wird heute seine Karriere beenden, das heißt, heute definitiv seinen letzten Auftritt machen für immer. Er geht in Zukunft in die Jury, nächstes Jahr wird er Kampfrichter in Baden-Württemberg in Hessen sein. Wir hätten ja gern bei uns. Ihr wisst alle, von wem ich rede, Markus Rühl. Ich habe ja auch schon ein bisschen Geschichte, kann auch schon ein bisschen was erzählen. 1997 in Friedrichshafen am Bodensee wurde er Deutscher Meister. Und ich durfte Siegerehrung bei ihm machen. Das war mir richtig peinlich, ich habe mich fast hochgehoben und ich kam mal zum ersten Mal so ganz, ganz richtig dünn vor, damals schon. Jetzt ist er gewachsen und gewachsen und gewachsen. Ihr wisst, wo er hingewachsen ist. Er ist einer unserer erfolgreichsten deutschen Bodybuilding-Profis. Mehrfacher Grand Prix-Sieger, Mr. Olympia-Teilnehmer, Mr. Olympia-Finalist. Ich denke, Markus ist alle in unserem Herz. Also ich spreche bestimmt für alle, der Markus ist einfach ein sympathischer Junge. Er gehört zu uns, er ist absolut der Sympathieträger im Bodybuilding, im Profi-Bodybuilding. So sehe ich das. Seht ihr das auch so? Traurig, dass es das letzte Mal ist. Für euch, wenn ihr mal richtig klatscht und richtig zeigt, dass hier in Baden-Württemberg ist und Deutschland, Markus Rühl! Ich bin Markus, seine Frau Simone, und ich möchte vorneweg auch selber noch mal ein Vorwort sagen. Um praktisch den Markus bei seinem letzten Weg zu begleiten. Ja, nicht schon super angekündigt, er hat mir sozusagen die Worte schon aus dem Mund genommen. Und ich möchte nur einmal noch mal sagen, dass der Markus 1997 der erste Athlet war, der nach dem deutschen Meistertitel die Profi-Lizenz erhalten hat und somit jetzt 10 Jahre lang auf der Profibühne seinen Weg bestritten hat und mit den Besten der Welt auf der Bühne gestanden hat und es praktisch nie einfach hatte. Ich bin stolz auf ihn. Irgendwo bin ich zwar seine Frau, aber trotzdem ein Riesenfan von ihm. Und jetzt möchte ich ihn einfach nur ankündigen und sagen, wie die Amis, hier kommt Markus Rühl.